In der Sporthalle kämpfen die Federgewichtler um die Weltmeisterschaft. Für Österreich startet Kurt Bittner. Erster Versuch im Drücken mit 120 Kilogramm. Die Rechnung geht nicht auf, es wird ein Fehlversuch. Bittner tritt zur Wiederholung an. Wieder Kurt Bittner. Diesmal drückt er die 120 Kilogramm. Es ändert sich nichts an der Platzierung. Und nach vielen Jahren steht wieder ein Österreicher auf dem Siegerpodest. Zum Reißen erscheint Bittner bei 107,5 Kilogramm auf der Bühne. Nächste Steigerung 112,5 Kilogramm. Erst bei der Wiederholung meistert der Österreicher das Gewicht und hat nun neuerlich gute Aussichten auf eine Medaille. Auch der Japaner Ando hatte 100 Gold im Reißen für Miyake, Silber für Ando und die Bronzemedaille für den Österreicher Kurt Bittner. Kurt Bittner ist ein sensibler Typ. Er hat zwar im Drücken und Reißen jeweils die Bronzemedaille gewonnen, doch er hatte bessere Leistungen erwartet. Und da das Erreichte nicht ganz den Vorstellungen entsprach, war sein Konzept gestört. Der erste Versuch im Stoßen mit 140 Kilogramm schlägt fehl. Bittner muss ausbessern. Die Wiederholung gelingt, doch es gibt kaum noch eine Chance, auch im Stoßen und in der Dreikampfwertung zu einer Medaille zu kommen.
Angespannte Konzentration für den letzten Versuch mit 145 Kilogramm. Bittner hat nach seinem zweiten Versuch 372,5 Kilogramm aufzuweisen. Und es bleibt dabei, im Feld der Weltklasse erreicht der Österreicher den fünften Rang.